Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Montag, der 27. April um 7.21 Uhr auf Averianien. Heute gibt es eigentlich gar keine Neuigkeiten. Hat sich noch jemand die Quiz-Sendung gestern Abend angesehen? Wie kommen die nur jede Woche auf diese ganzen Fragen, von den Antworten ganz zu schweigen? Ach du liebe Zeit, da rede ich mal wieder nur übers Fernsehen. Tut mir leid. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf Averianien. So, ich habe gestern leider es nicht mehr geschafft, mein Museum umzusetzen. Ich war leider anderweitig beschäftigt. Ich habe Post. Ich habe Post. Ist das immer noch die gleiche Post? Oh. Ist nur nicht die Post, auf die ich warte. Oh, mein Kind hat mir Post geschickt. War ich das vielleicht selber? Der Hamid, Miss A, er nennt mich jetzt nicht mehr Vitamin A, er hat sich einen neuen Spitznamen für mich überlegt, ja. Ja, das Gute an Karten ist, dass man sich traut, Sachen zu schreiben, die man vielleicht nicht sagen würde, wobei mich eigentlich nur wenig davon abhält, irgendwas laut zu sagen. Bis die Tage, Hamid. Rainers Schatzkutter, jetzt kommt's. Ja, wir bedanken uns für deinen Kauf ohne Rückgaberecht einer Geheimnisbüste Objektanbei bei Rainers Schatzkutter. Wir freuen uns auf deinen nächsten Einkauf bei uns. Umtausch ausgeschlossen. Rainer, oh, das ist er. So, Jorna hat mir auch Post geschickt. Danke, dass du immer meine Rüben kaufst. Hier sind ein paar frisch gepflückte Bambussprossen direkt vom Berg für meine liebe Averia. Iss sie, pflanz sie, tu damit, was immer du willst. Deine Jorna. Ah, das ist ja schön. Super. Ich muss unbedingt mal Post löschen hier. Eieieiei. Oh je. Ein Muschelspeck. Ach, das ist ja alles klar. Im Rezept die Geheimnisbüße. Und das sind die Bambussprossen. Sehr cool. So, dann kann ich jetzt nämlich den Muschelspringbrunnen auch. Sehr, sehr gut. Super. Und damit ja dieses Gedüdel hier auf den Keks geht, mache ich mal meine Post leer. Ich habe gestern auch nichts mehr gekauft, zumindest nicht viel, denn ja, mein Kontostand ist an sich gerade nicht allzu berauschend, also ja, schauen wir mal, ist jetzt nicht so überragend, jetzt muss ich doch mal gucken, wer ja heute bei mir ist, bitte lass es, nein, ich hätte jetzt mich super über Carlson gefreut, Carlson, naja, ihr wisst schon, den Käfermenschen, Okay, dann nicht. Da muss ich irgendwie mal gucken, was ich an sich verkauft kriege. Oh. Naja, gut. Was hast du denn Schönes im Angebot, mein Süßer? Averia, das ist das nicht ein wunderschöner Tag, um ein paar Blümchen zu kaufen? Ja, und vielleicht noch einen Busch dazu? Ja, du hast Glück, denn heute verkaufe ich die Azalee, was letztes Mal schon. Zu dieser Jahreszeit trägt sie sogar Blüten, du kannst dich also bald nach dem Einpflanzen dran erfreuen. Wie darf ich dir heute weiterhelfen? Ja, aber selbstverständlich, wirf ruhig einen Blick auf die Blumensamen und Setzlinge, die ich heute dabei habe. Das sind die gleichen. Das sind echt die gleichen. Aber ich kann noch mal Rosen nachkaufen, wenn ich das möchte. Und die Chrysanthemen. Oh, das sind ja genau die gleichen. Ich hatte gehofft, dass er jetzt andere für mich am Start hat. Oh je. Ja, ganz wie du magst. Falls du deine Meinung noch ändern solltest, findest du mich hier. Ich werde sie mir bestimmt ändern. Ja, diesen Hibiskus habe ich ja hier an meinen, ja... Ich sag jetzt mal am Marktplatz gepflanzt. Oh, an meinem Marktplatz gepflanzt. Hilda, ja, es gibt nichts über tolle, totale Zufriedenheit und die muss man anderen auch zeigen, Averia. Pass auf. Hey, und lächeln. Komm schon, Averia, lass uns zusammen lächeln. Sind Emotionen nicht total mega? Dieses Lächeln werden alle lieben. Ich habe die Emotion Zufriedenheit erlernt. Eigentlich reicht das jetzt an Emotionen. Braucht man mehr? Habe ich jetzt alle Emotionen?
Das ist ja cool. Ja, also hier habe ich überall Hibiskus gepflanzt, um diesen Platz ein bisschen einzugrenzen, ne? Ich dachte, das könnte vielleicht ganz nett sein. Ja, also ihr habt es gesehen, mein Kontostand hat es gestern nicht mehr zugelassen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe gestern zum Sonntag auch mal Sonntag gemacht. Den hier muss ich noch umpflanzen. Ich mache hier nämlich gerade so ein Projekt, pflanze 30.000 und kriege mehr raus. Beim ersten 30.000 Sterni-Sack, den ich eingegraben habe, sind keine 30.000 pro Sack rausgekommen. Also das scheint nicht ganz so zu stimmen, oder? Es war ein Bug, ich weiß es nicht. Es wird ja immer gesagt, dass bis 30.000 tatsächlich die Säcke dann auch 30.000 abwerfen und erst darüber hinaus das nicht so ist. Aber guck, bei mir stimmt es nicht. Also dann spare ich mir das. Dann mache ich ja wirklich keinerlei Gewinn. Also könnt ihr knicken. Das mache ich nicht. Und wegen einer 30% Chance, ich meine, noch habe ich nicht so viel Geld, um das ja ausprobieren zu können. Dann kann ich auch das hier wegnehmen. Mal vom Boden runter machen. So, sehr gut. Die Fossilien grabe ich dann gleich noch aus. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rein und gucken, ob die Nofretete echt ist. Und dann gucken wir uns natürlich an, wo sie platziert wird, wenn sie denn echt ist. Hallo Eugen, aufwachen. Ich bin eingeschlafen. Hey. Oh je, ich bitte um Pardon. Guten Morgen, Averia. Willkommen im Museum von Averianien. Wie darf ich dir denn dienen oder Ihnen? Ich möchte gern was stiften. Fabelhaft. Was gedachten Sie uns denn zur Verfügung zu stellen? Ja, hier die Geheimnisbüste. Sofern mich meine Augen nicht trübt. Oh Gott, und ich bin eine Eule. Ist das Potzblitz? Eine Geheimnisbüste. Oh, waschechtes Exemplar. Oh, Freude. Ich werde dieses edle Stück mit äußerster Sorgfalt behandeln. Großes Kuratoren-Ehrenwort. Zudem werde ich eine Hinweistafel installieren mit wissenswerten Informationen über Ihre Spende. Oh, bitte schauen Sie später wieder vorbei. Kann ich Ihnen mit noch irgendwas anderem behilflich sein? Nee. Das heißt, ich kann die mir jetzt noch gar nicht angucken. Echt jetzt nicht? Komm. Also Eugen. So geht das ja nicht. Ich wollte sie sehen. Damit ich immer... Ja, gucke hier vorne gleich. Oh, ist das schön. Sie ist echt. Sie ist echt. Sehr gut. Ja, Büste der Nofretete, Thutmosis um 1345 vor Christus, Kalkstein. Eine Büste der Nofretete, deren Namen übersetzt so viel bedeutet wie, ja, die Schöne ist gekommen. Königin Nofretete zählte damals zu den drei schönsten Frauen des alten Ägyptens. Es ist bis heute unklar, ob ihr linkes Auge abhanden kam oder der Künstler seine Arbeit nie beendete. Oh je, okay, sehr cool. Dann haben wir jetzt schon unser zweites Teil im Museum. Ja, wir hatten ja hier die Ophelia, die hängt ja, glaube ich, hier. Genau. Sehr cool. Ja, dann wird sich jetzt gerade dieser Teil hier der Kunstgalerie doch ganz schön ziehen, wenn wir hier jedes Mal nur ein Item kaufen können. Sehr cool. Und die Nofretete steht gleich am Anfang. Ich hätte sie gern etwas extra platziert gehabt. Aber gut, das ist ja jetzt Ansichtssache. Das ist ja wirklich Ansichtssache, wie man sie, was man selber auch für Interessen hat. Oh, wie schön, unser Museum wächst und wächst und wächst und wächst. Sehr, sehr toll. Freue ich mich. Ich gehe mit euch heute mal durchs Museum. Wir machen mal eine kleine Tour, gucken mal, was uns noch so fehlt, dass man mal... Oh, guten Morgen, Hermann. Ja... Ja, ach, du bist es. Das bringt ein bisschen Leben hier rein. Und zwar buchstäblich. Greenhorn. Ja, das ist ja schön, dass du auch im Museum bist, Hermann. Sehr cool. Ja, diese alten Knochen haben Millionen von Jahren überdauert, um dich zu sehen, Averia. Während ich dafür nur einige Schritte tun musste. Klarer Vorteil für mich. Oh Gott, Hermann. So, dann gucken wir mal. Hier vorne fehlt mir nur noch ein einziges Teil. Ja, sehr cool. Aber ich weiß auch nicht, was, ne? Das finde ich nämlich gut, dass man hier so durchgucken kann, ne?
Sehr schön. Also ein Item fehlt hier vorne noch. Wir gucken mal doch mal in die große Skelettausstellung. Oh, guck, hier ist schon. Oh. Fehlt hier noch was? Das, nee, ein Ophthalmosaurus. Uiuiui. Plesiosaurus. Und ein Archelon. Gut, die drei sind fertig. Die sind komplett. Ah, geil gemacht. Ein Quetzalcoatlus. Uiuiuiui. Ich glaube, ich mache mal für euch den Sound hier drin ein bisschen lauter. Aber ich glaube, das reicht nicht. Bitte spenden Sie fehlende Teile, falls Sie welche finden sollten. Das Museum dankt. Pteranodon. Okay, der ist komplett. Also der hier vorne ist noch nicht ganz komplett. Ne, da fehlt noch ein bisschen was. Cool. Oh, jetzt. Was? Diplodocus. Der ist komplett, sehr schön. Dann haben wir hier den Brachiosaurus. Der ist auch komplett. Hey, cool. Das ist ja mal schön. So, du bist, glaube ich, auch fertig, ne? Stegosaurus? Nee, auch noch nicht ganz. Bitte spenden Sie die fehlenden Teile. Was fehlt denn da? Da fehlt irgendwo was. Ankylosaurus, okay. Ach ja, dahinter ist es. Okay. Oh ja, da ist bis jetzt nur der Schwanz da vom Stegosaurus. Okay. Na denn, Iguanodon und der Parasaurolophus. Oh mein Gott. Oh oh. Oh hier, guck mal. Ach du lieber. Bachycephalosaurus. Mhm. Der Triceratops, den kennen wir ja alle irgendwie schon, ne? Den großen Kackerhaufen, in dem mal gewühlt wurde in gewissen Filmen. Spinosaurus. Oder fehlt auch noch viel. Der Coprolith. Das scheint ein Kackerhaufen zu sein. Der Tyrannosaurus Rex ist auch noch nicht fertig. Okay. Ah, das finde ich schön, dass man hier wirklich gucken kann. Ne? Hier sind noch zwei. Die sind aber fertig. Also die waren ja nur einzeln. Sehr schön. Deinykus, okay. Archaeopteryx. Sehr schön, sehr, sehr cool. Das finde ich gut. Finde ich sehr schön gemacht mit dem Museum, dass man da wirklich auch mal, ja, sich auch, sag mal, weiterbilden kann, wenn man das möchte. Oh, hier fehlt aber noch viel. Das Mammut ist noch nicht fertig. Oha. Der Säbelzahntiger ist auch noch nicht fertig. Aber du bist fertig. Megacerops. Okay. Und der Riesenhirsch. Der ist schon lange fertig. Oh, hier fehlt noch was komplett. Oh Gott. Da wissen wir noch gar nicht, was da hin muss. Okay. Okay, okay, okay. Naja, habe ich ja noch ein bisschen was zu, ja, abzugeben. Sehr schön. Ja, und bei den Fischen und bei den Insekten ist jetzt ganz ehrlich gar nicht viel passiert. Warte mal, von hier oben konnte man ja nur auf das Ganze herabschauen, ne? Ja. Ach, das ist so schön gemacht hier. Könnte ein bisschen weniger metallisch sein, aber es ist okay. Sehr schön. So, das ist ein kleiner Nachtrag. Ich habe jetzt kurz nach der Folge, ihr seht seine Uhrzeit, nochmal Fossilien abgegeben. Und ich habe das Mammut und den Säbelzahntiger jetzt fertig bekommen. Und hier vorn habe ich auch noch eins. Also drei Fossilienteile haben, also konnte ich abgeben. Und alle drei haben ein Skelett komplettiert. Fand ich sehr gut. Ich dachte, komm, das nimmst du jetzt noch im Nachhinein nochmal schnell auf. Und zwar hier dieser Quer, ja, da hat ja der linke Flügel noch gefehlt. Quetzalcoatlus. Der ist jetzt auch vollständig. Das heißt, drei vollständige mehr.
Ja, gut, also allzu viel von diesen Insekten und Fischen habe ich ja noch nicht wieder gespendet, weil ich angle zum Beispiel überhaupt nicht gerne. Und bei den Insekten kriege ich immer nichts Neues oder sehr selten mal was Neues. Da müsste ich mich mal intensiver mit beschäftigen, dass ich jetzt in dieser Jahreszeit auch das zusammensuche, was ich wirklich nur jetzt sammeln kann. Ja. Gibt ja Fische und Insekten, die gibt es nur im Frühling, nur im Winter und so weiter. Oh, gucke mal hier, die Guppies. Ne? Sollten doch Guppies sein, oder? Die blauen. Ein Goldfisch, Teleskopauge und der Guppi, genau. Ah, sehr schön. Cool. So, hier unten schwimmen auch Sachen drin. Wir gucken erstmal hier oben lang. Ja, hier ist was drin, hier ist was drin. Hier oben ist immer noch leer. Was soll da rein? Wir bitten um Stiftung, okay. Der verrät uns nicht, was da rein soll. Also wie gesagt, bei den Meerestieren, da muss ich mich mal wirklich ja, selbst überwinden, angeln zu gehen. Also bei den Fischen sind ja nicht nur Meeresfische. Oh, hier ist noch komplett leer. Uiuiui. Ja, da muss ich wirklich noch eine ganze Menge tun. Aber wie gesagt, kann man ja auch noch gar nicht voll kriegen, es sei denn, man spult vor. Was ich persönlich aber nicht mache. Oh, hier ist auch nur einer drin. Immer noch derselbe. Der Schwarm war ja schon, das haben wir ja schon mal festgestellt. Genau. Ah ja, okay, hier. Hier war ja dieses Riesending. Und da sind noch zwei dazugekommen, ne? Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, wir haben zwar auch zwei Aquarien zu Hause, aber da weiß ich, was drin ist. Ja, nicht so was Großes und Gefährliches oder wie auch immer was. Ich habe ein bisschen Respekt tatsächlich vor Fischen. Ich gehe auch nicht gerne ins Meer. Deshalb bin ich so in Aquarien immer so, also so im Museum, immer ein bisschen vorsichtig, ja. Aber es ist nicht so meine Welt. Aber ich meine, das ist schön, es sieht toll aus. Ja. Ja, guck, hier ist überall was drin, ne? Cool. Ich meine, hier ist es ein Spiel, hier gucke ich mir das auch an. Aber hier ist auch doch ein bisschen was ist hier schon drin. Auch nur ein bisschen was. Die bleiben auch wirklich an ihrer Position, ne? Wahrscheinlich, weil denn hier andere Fische für geplant sind. Sehr cool. Plunder und die Klische. So, super. So, sind wir wieder am Anfang und dann gucken wir noch mal bei den Insekten, ob uns da irgendwas Großes auffällt, was da anders ist. Ich denke, wir waren jetzt wirklich lange nicht wirklich im Museum unterwegs, sodass wir doch mal so eine kleine Museumsrundtour machen können. Ich würde das ganz gern, naja, hin und wieder mal mit euch machen, dass wir mal gucken können, was hat sich geändert, was hat sich getan. Guck, hier sind die Wespen, die hängen hier gleich. Das ist der Sackträger, der hängt darunter. Irgendwo sollte denn hier ja sicherlich auch eine Spinne noch kommen. Oh, das sind so viele Sachen, die hier noch in Bäumen zu finden sind. Ach du, okay. Da muss ich aber noch ein bisschen was tun. Oh, das Schmetterlingshaus. Ah, gucke, da ist hier diese Riesenwanze. Oder wie die heißen. Hat da gesessen. Oha. Oh, schön. Guckt euch das an. Das sieht doch toll aus, oder? Warte mal, man kann sich doch auch hier hinsetzen. Kann man den Bildwinkel ein bisschen ändern? Kann man das über die Kamera machen? Ja, guck mal, das sieht doch toll aus, oder? Natürlich jetzt im Hintergrund ein bisschen unscharf. Fokussiert sich ja auf mich. Landet auch einer auf mir? Das ist ja schön. Das sieht man nicht auf den Bildern. Sind halt zu unscharf dann, ne? Cool. Das ist sehr cool. Ich mag das Schmetterlingshaus, mag ich total. Ich glaube aber in echt würde ich da drin Panik kriegen. Oh je. Hier ist der Orchideenmantis, das hatten wir schon. Hier ist eine Motte, ne? Sieht jedenfalls so aus. Ja, ich brauche unbedingt noch die Ameisen. Also, das mit meiner Rübe hat irgendwie nicht geklappt. Sind die Fliegen drin?
Ach, und da hängt dieser. Ja, alles klar. Die Flöhe. Guck mal, da hinten in dem Kasten hüpfen die Flöhe. Flup, flup. Wie geil. Mit der Fliegenklatsche da hinten an der Wand. Alles klar. Ja, okay, das sind die Asseln hier. Mhm. Ja, also so ein bisschen was ist schon dazu gekommen, aber halt nicht so richtig viel. Dachte, ich muss mich da mal intensiver mit beschäftigen. Ne? Das war, also ich wirklich weiß, was ich sammeln soll. Ah, hier hängt die Spinne. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch eine Spinne abgegeben. Flupp, jetzt hängt sie da oben. Ja, da würde ich sagen, hängen hier an den ganzen Bäumen dann so nach und nach irgendwelche Tierchen dran. Ja, der Käfer sitzt da drauf, das ist klar. Aber mehr Baumstammkrams ist hier gar nicht, wa? Doch, da hinten ist noch ein Baumstamm. Also finden wir noch was auf dem Baumstamm. Ja, okay. Wenn man hier guckt, eine Gesichtswanze. Wo ist denn die? Das sind ja diese eine Honigbiene. Sandlaufkäfer. Ah, okay. Die Gesichtswanze sieht man gar nicht. Ach doch, hier vorne. Ach Gott, die ist so gut getarnt. Okay, sehr gut. Ja, du Sandlaufkäfer. Du sollst hier nicht rumlaufen so frei. Nicht raus! Ja, sehr cool. Entschuldigung, ich bin total ein bisschen erkältet. Und manchmal kann ich den Husten nicht mehr so richtig unterdrücken. Ja, ihr Lieben, sind wir mal wieder im Museum unterwegs gewesen. Ich finde, es wird immer schöner, man kann immer mehr angucken. Wir haben aber auch gesehen, dass noch eine ganze Menge abzugeben ist, was ich persönlich sehr gut finde. Dann ist das Ganze nämlich nicht jetzt schon komplett fertig. Ja, da freue ich mich natürlich auch auf die nächsten Jahreszeiten, was man da so alles fängt und fischt und findet und so weiter. Ja, wenn wir das hin und wieder mal machen sollen, ja, vielleicht so, weiß ich nicht, einmal im Monat oder weiß ich nicht, einmal pro Saison, dass wir gucken, so zum Ende des Sommers, zum Ende des Frühlings und so weiter und so fort. Wenn wir das machen sollen, regelmäßig mal, dann schreibt es in die Kommentare. Und ja, ansonsten bedanke ich mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch einen angenehmen Wochenstart und ja, freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Da geht es um unser Asia-Viertel. Das habe ich schon aufgenommen. Alles klar, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.